Hallo, mein Name ist Andreas vom poker-test.at und heute ist der dritte Teil von meinem Experiment. Ich habe gesagt, ich kaufe 6 Wertpapiere auf 6 verschiedenen Depots mit dem Ziel, wie rechnen denn die unterschiedlichen Broker denn ab, wie schaut denn die Ordermaske aus, welche Informationen bekomme ich denn zu dem Wertpapier und jetzt habe ich gestartet. Und zwar, ich habe das erste Wertpapier gekauft und zwar habe ich in Österreich begonnen mit der Meyer-Mellenhof Karton AG. Das ist ein Familienunternehmen. Was heißt das bei einem börsennotierten Unternehmen? Dass eben der Streubesitz eben nur einen Teil ausmacht und jenseits von 50% in der Familie ist. Also die Meyer-Mellenhof Karton AG hat 2 Geschäftsbereiche. Der eine Geschäftsbereich ist Karton und der andere ist Packaging. Und sie sagen eben im Bereich Karton, der macht circa, ja, fast die Hälfte aus, aber ein wenig unter der Hälfte, dass sie eben der weltweit größte Produzent sind von gestrichenen Recyclingkarton. Und mit einer bedeutenden Position beim Frischfaserkarton. Das ist eben der eine Geschäftsbereich und der zweite Geschäftsbereich ist das Packaging. Und zwar verarbeiten sie da eben ja, 766.000 Tonnen, steht auf der Webseite von Recycling und Frischfaserkarton zu rund 60 Milliarden Konsumgüterverpackungen. Das heißt, sie recyceln und produzieren dann für Konsumgüter die passende Verpackung dazu. Sie sind also hier in einem bestimmten Bereich sehr spezialisiert und weil sie ein österreichisches Unternehmen sind mit einer ganz guten Dividendenpolitik und auch Rendite, das heißt kurz vor 3% stehen sie, die letzten Jahre immer wieder gestiegen. Sie gehören zu ja, richtig guten Dividendenaktien und haben mir gedacht, okay, ich wähle diese aus und habe mir jetzt eben bei meinen 6 Brokern, du kannst es eben nachlesen, wie ich das eben gestaltet habe, beziehungsweise wie ich das Experiment anlege bei den ersten beiden Folgen. Das heißt, ich habe bei der Bank Direkt, ich habe bei der Tada, der Giro, Easybank, Flattex und Hello Bank jeweils eine Position um rund 1000 Euro mit der Meyer-Mellenhof Karton AG gekauft. Und habe mich eben davor noch informiert auf den Webseiten der verschiedenen Institute, was sie denn so haben über diese Aktie. Und da ist mir besonders positiv aufgefallen, die Bank Direkt, dass das wirklich integriert in dem Online-Banking und ich erhalte zahlreiche Informationen über das Unternehmen. Ich zeige euch das dann später dann eben bei dem Screencast von meinem Kauf bis zur Informationseinholung. Passabel war die Tada bzw. Hello Bank. Die haben das nicht im Banking integriert, sondern haben eben heraus auf der Webseite die Möglichkeit, dass ich da eben Informationen einhole, aber nicht so toll wie eben die Bank Direkt. Ja, die Easybank hat das auch extern mit Easy Charts, altbackenes Auftreten, wann ich mir da Informationen einholen möchte über ein Wertpapier. Und weniger gut hat mir Flattex gefallen. Da bekomme ich heute einen Kurs, einen Chart dazu und das war's. Aber sonst keine Hintergrundinformationen. Und bei DeGiro ist es noch einmal weniger Informationen als eben bei Flattex. Der Kauf selbst, ich zeige es euch dann, war relativ problemlos bei allen Möglichkeiten. Bei allen wirklich ganz gut. Weniger super war eben, ich habe zuerst ein Limit gesetzt von 111 Euro und danach habe ich es runtergesetzt auf 110 Euro. Da waren eben bei 3 Anbietern, habe ich eben das Ganze gar nicht abändern können, sondern habe die Order stornieren müssen. Und erst dann habe ich eben erneut diese Order anlegen können. Das war eben bei wem war das? Das war bei der Easybank, bei der Hello und bei der Dalat, bei der DeGiro, bei Flattex bzw. bei der Bank Direkt habe ich eben die Order abändern können und ein anderes Limit reingeben. Ja, ansonsten bei der Abrechnung ist mir noch aufgefallen, naja,
die DATAT hat kein PDF. Da habe ich dort sogar anrufen müssen, damit ich eben mir sicher gehen kann, dass die keine PDF-Erzeugung haben. Das heißt, die haben nur eine Web-Oberfläche. Bei der Giro gibt es ebenfalls kein PDF. Und bei der Hello Bank habe ich die Abrechnung nicht gefunden. Die habe ich mir jetzt zuerst über den Kontoauszug selbst erstellen lassen müssen, dass ich eben die Abrechnung erhalte. Auch da war ein Telefonanruf notwendig. Ja, ich würde sagen, schauen wir doch gleich rein, wie das Ganze denn ausgesehen hat. Und das ist jetzt das Experiment. Und zwar habe ich vor, dass ich jetzt den ersten Kauf tätige bei diesen 6 Depots. Und zwar das österreichische Unternehmen Mayr-Melnhof Karton AG, eine Dividendenperle in Österreich. Und ich kaufe hier 9 Stück zu einem Preis von 110 Euro. Und habe mir dann eben so errechnet aufgrund meiner Aufzeichnungen, was werde ich denn bei den verschiedenen Anbietern bezahlen. Und hier sticht eben der steuerkomplexe, also nicht steuereinfache Anbieter aus den Niederlanden, der Giro, heraus mit Ordergebühren von rund 2,40 Euro laut meinen Aufzeichnungen. Danach folgt die Salzburger Hello Bank mit rund 5 Euro für den Ordergegenwert von rund 1.000 Euro. Und danach kommen die anderen Anbieter, mit, wie die DATAT in der Höhe von 6,70 Euro und alle anderen sind dann noch bei rund 8 Euro, wie zum Beispiel die Flighttax mit 7,70 Euro, EasyBank sind 7,99 und die Bank direkt mit 7,88. Ich werde das Ganze an der Wiener Börse kaufen. Nun gut, was verraten denn die unterschiedlichen Unternehmen und die Anbieter über dieses Wertpapier? Und zwar habe ich mir das Ganze ein wenig angesehen. Hier sieht man, hier bin ich bei der Bank Direkt drinnen. Es ist nicht in dem Bank Direkt rot, sondern im typischen Reihweisen schwarz-gelb. Warum? Ja, die Bank Direkt ist eben eine Marke der Raiffeisen Landesbank Oberösterreich. Und ich habe eben hier in diesem Fall schon die Mayr-Melnhof Karton AG aufgerufen. Und ich zeige euch wahrscheinlich sogar schon die beste Übersicht. Also mir gefällt der Auftritt der von der Bank Direkt bzw. von Raiffeisen sehr gut. Es schlägt mir hier den Handelsplatz vor. Ich kann eben hier großartig verändern. Aber wie gesagt, ich kann das Ganze natürlich auch außerwärtslich kaufen. Man kann eben hier zum Musterdepot hinzufügen, Kurssignal setzen. Und ich bekomme natürlich auch zahlreiche Informationen rund um dieses Wertpapier. Und eben hier so, wie sieht es denn aus mit den Spesen, wie Auslandsbörsen, auch Kennzahleninformationen finde ich hier. Wie sieht es denn mit den Hauptaktionären aus, dass eben im freien Verkehr nur 43% sind und der Rest gehört eben der Kernaktionärsfamilie. Wie sieht es denn mit den nächsten Terminen aus, wann wird etwas veröffentlicht, welche Analysen gibt es, eben auch hier weitere Analysen und bekomme eben hier weitere Informationen geliefert. Eben wie gesagt, man kann eben auch die Charts ansehen, könnte eben dann eben hier noch großartige Linien einzeichnen, je nachdem, ob man eher ein Fundamentalist ist oder eher ein Chartist. Kennzahleninformationen rund um dieses Unternehmen mit der Dividende pro Aktie, das wäre eben bei der Dividendenrendite bei rund 2,91%, also rund 3%. Termine, ja. Gleichzeitig eben auch so, okay, was gibt es denn, zum Beispiel Optionsscheine gibt es auch hier. Ja, wie sieht denn das Ganze bei der DATAT aus? Bei der DATAT ist das ähnlich wie bei der Hello Bank, es ist eben zweigeteilt. Wenn ich nur in die Ordermaske reingehe, dann bekomme ich nur rudimentäre Informationen. Kaufkurs, Verkaufkurs und ich kann es eben, es gibt auch noch neben der Aktie Optionsscheine und das war's. Das heißt, ich muss auf die Webseite gehen und da erhalte ich dann deutlich mehr Informationen, kann eben auch hier
die Aktie dann ins Musterdepot legen oder zur Watchlist oder in Kurse ansetzen und bekam eben hier herunten dann eben deutlich mehr Informationen, wie sieht es mit der Performance aus, wie ist das KGV, wie ist die Dividendenrendite, Volatilität zum Beispiel in den letzten 12 Monaten und wie ist denn aktuell das Volumen. Bekam er eben auch hier die Möglichkeit beim Chart mehr herumzuspielen. Auch hier wieder eigentlich vergleichbar mit dem, was eben ich vorhin bei der Bank direkt gezeigt habe. Wie sieht es auf den verschiedenen Handelsplätzen aus? Wie sieht es mit Nachrichten und Terminen aus? Wo ist eben dieses Unternehmen aufgefallen in letzter Zeit? Welche Analysen gibt es? Wer sagt eben was? Eben auch hier wieder die Zentrobank und das Firmenprofil. Also meines Erachtens ein wenig abgespeckter von dem, was ich vorhin bei der Bank direkt gezeigt habe, aber durchaus solide. Richtig rudimentär ist es bei DEGIRO. Okay, man sieht hier den Chart, man kann eben da einen interaktiven Chart noch aufmachen. Hier gibt es dann ebenfalls mehr Einstellungsmöglichkeiten, aber wir sind eben hier absolut beschränkt auf so ziemlich, ja, man sieht eben das Volumen, man sieht Geldkurs und das war's. Bei den Dokumenten ist eben nichts drinnen, ja, Vergleich mit was auch immer. Wirklich, wirklich sehr, sehr einfach gehalten. Wie sieht es bei der EasyBank aus? Bei der EasyBank eben auch hier absolut rudimentär gehalten, aber es gibt eben hier die Seite easycharts.at und hier gibt es deutlich mehr Informationen zu den Anbietern, aber es ist eben nicht verknüpft mit dem Online-Banking, wo ich dann eben kaufen kann. Ja, auch hier sehe ich eben, okay, wie sieht es denn aktuell bei den verschiedenen Börsenplätzen, Handelsplätzen aus, wie hat sich das Unternehmen entwickelt, Dividendenrendite, Wertentwicklung in den letzten 12 Monaten, 5 Jahren und so weiter und so weiter. Habe eben hier oben auch noch die Möglichkeit umzuschalten, kann eben auch hier wieder mehr einzeichnen, aber auch hier nicht so umfangreich, wie es die Bank direkt oder die Dadat anbietet in diesem Bereich. Bekam eben hier mehr Informationen über das Unternehmen an sich. Bei der Bilanz, das gefällt mir, bekomme ich eben eine Rückschau über die letzten 4 Jahre. Eben nicht nur über die Bilanz, sondern auch über die G&V. Finde eben heraus, was war der Jahresüberschuss des Unternehmens. Auch hier schöne Performance, immer nach oben. Ergebnis je Aktie bzw. Dividende je Aktie, auch jedes Jahr schön gestiegen. Flat Tax hingegen wieder meines Erachtens eine kleine Enttäuschung. Ich kann eben hier nur einfachste Daten abrufen, den Chart über die letzten x Jahre, bekam eben auch hier noch verschiedene Linien eingezeichnet, aber das war es eben dann. Im Großen und Ganzen sehe ich eben, welche Risikoklasse gibt es, wie steht denn der aktuelle Preis, wie sieht es denn aus auf den unterschiedlichen Börsenplätzen. Ich werde dann in Wien kaufen. Ja, und am Schluss eben die Hello Bank. Hello Bank funktioniert ähnlich wie die Dadat, weil eben auch das dahinterliegende System dasselbe ist. Und zwar ist es hier so, dass auch hier wir wieder ein anderes System verwenden müssen, denn eben im E-Banking-Bereich gibt es wieder nur einfachste Informationen. Heraus jedoch auf der Webseite kann ich mir wirklich einiges ansehen über das Unternehmen selbst. Hier oben leider ein wenig versteckt. Man kommt nicht sofort drauf, man bekommt eben hier auf der Übersichtsseite die wichtigsten Informationen über Kursstand an den verschiedensten Börsen. Und ja, die Performance, wie sieht es mit dem KGV aus und so weiter. Also alles das, was wir bei den anderen ebenfalls schon gesehen haben. Charts ist natürlich ebenso möglich, hier anzusehen, die letzten Umsätze, Profil, Kennzahlen und Analysen. Ja, wie gesagt, es ist eigentlich das Gleiche, wie wir es eben hier kennen, oder fast das Gleiche von der Dadat. Nun gut, gehen wir es an, oder? Kaufen wir mal. Und zwar, wir haben ja gesagt, wir wollen 9 Stück zu 110 Euro kaufen. Hier schlägt mir bei der
bei der Bank Direkt eben den Börsenplatz Wien vor und ich mache das jetzt im Schnelldurchlauf mit 110 Auftrag platzieren. Jetzt wird man höchstwahrscheinlich eine, jetzt bekomme ich eben da noch eine Übersicht, Dienstleistungskosten, Produktkosten, Gesamtkosten und so weiter und so weiter. Finden Sie hier, ich platziere der Auftragswert, bla bla, okay, SMS dann. Ist eingetrudelt und gebe dann jetzt eben ein. Es ist eben alphanumerisch. Ihr Auftrag wurde erfolgreich. Bitte kontrollieren Sie Ihre Aufträge. Next Step. Ich möchte eben hier kaufen. Spannend, dass eben hier kaufen rechts ist und nicht links. Hätte ich links positioniert. Ja, liebe Tadat, warum auch immer. Ja, hier in Wien möchte ich kaufen und zwar 9 Stück. Hier kann ich eben mit Limit eingeben. Hier der Stop Buy, ich gebe das eben mit Limit. Das ist mir alles wurscht. Ultimo laufender Monat, Variable Order berechnen. Und finde eben hier Spesen 575, spannend, Ex-ante-Bericht anzeigen. Bekomme eben da den Ex-ante-Bericht über die Kosten eben heruntergeladen, den kann ich mir eben dann aufheben, wo eben alles sehr schön drinnen steht. Sagt dann eben, ja. Ich möchte das Ganze durchgeführt haben. 8, 3, 2, 9, 8. Also hier wiederum nur Orderbestätigung, Kauf Meyer Mellenhof. Gehe dann gleich weiter und kauf eben hier bei DEGIRO zum Limit von 110 Euro. Gravuzzi! 110 Euro, 9 Stück, 990 unbefristet. Und Order platzieren. Okay, 2,38 erwartete Transaktion, Wiener Stock Exchange passt. Gut, ab die Post. Jetzt sage eben hier, das ist, ich möchte die Meyer-Mellenhof kaufen. Das dauert bei der Easybank immer sehr, sehr lange, meines Erachtens. Handelsplatz, eben die Wiener Börse, ansonsten Deutschland oder Lang und Schwarz geht genauso. Wir haben gesagt 9 Stück zu einem Limit von 110 Euro gültig. Mache ich eben bis Monatsende, das ist der 31. Juli. Und ja, jetzt mache ich eben einen Orderabschluss und bekomme auch hier eine SMS zugesandt von der Easybank. Gut, den braucht Weile. Ich glaube, da läuft jetzt jemand irgendwo hin, schreibt eine SMS und ja, passt. Haut hin. Also man kann sich da wirklich einen Kaffee holen gehen bei der Easybank. So, ab die Post. Oder nicht? Gut, auch das ist weg. Gehen wir zum nächsten, zu Flattex. Ja, wie gesagt, wir kaufen das Ganze eben hier. Bei Flattex ganz richtig. Links ist jetzt das Kaufen und rechts das Verkaufen. Ja, ich finde die Tatort ja wirklich manchmal. Ich mag sie ja, aber sie sind halt keine Ahnung. Wer bis Monatsende. Flattex executiert, da kommt kein SMS, sondern das ist eine App in diesem Fall, mit der ich es ihm freigebe. Fingerabdruck her. Und jetzt habe ich schon den. Dann
Klick wurde erfolgreich entgegengenommen, kein langes Warten und wir haben es. Und jetzt der letzte Kauf noch bei der Hello Bank. Risiko, das entspricht nicht. Ja, klar. Wien Xetra Fließhandel wähle ich aus. Handelsplatz bestätigen. Ich könnte auch hier außerbörslich, hier Baderbank, Lange Schwarz, aber wie gesagt, ich nehme Wien nur du allein und gehe Handelsplatz bestätigen. Anzahl 9 Stück, Limit 110, Gültigkeit. Ultimo laufender Bumm. Und mit Zusatz. So, SMS dann angefordert. Auch hier gibt es wieder eine ex-ante Kostenübersicht zum Herunterladen, wo ich eben über die Kosten informiert werde. Ja, okay. Wenn ich wirklich einmal eine Lektüre benötige zum Einschlafen, kann ich mir das durchlesen. Ja, gut. Die Order wurden jetzt durchgeführt. Und ja, schauen wir mal. Nachdem das Ganze anscheinend nicht so funktioniert, wie erhofft, heißt nichts anderes, dass das Limit von 110 Euro am heutigen Tag anscheinend zu niedrig angesetzt war, werde ich jetzt eben das Limit auf 111 Euro erhöhen und es verändern sich da teilweise eben auch die Gebühren, aber im Großen und Ganzen wegen dem 1 Euro mehr Limit wird sich hier bei den Gebühren für einen Auftrag im Gegenwert von rund 1000 Euro nicht großartig etwas verändern. Aber eine willkommene Angelegenheit, eben zu zeigen, wie ich eben die ganzen Order abändern kann. Und zwar, ich sage jetzt da einfach 111 Euro. Ich muss das Ganze natürlich jetzt wieder bestätigen. Das heißt, jetzt wird der Auftrag geprüft. Und jetzt ist auch schon wieder der alphanumerische Code von Raiffeisen gekommen. Zack. Und das nächste. Genau. Und da kann ich jetzt Details. Oh. Schau dich an. Ich kann hier bei Dadat nur die Order streichen. Ich kann sie gar nicht bearbeiten. Das finde ich ja höchst spannend. Naja, dann heißt eben nichts anderes als eben, ich sage streichen, muss dafür eben auch wieder einen TAN anfordern, 398-5395, Session für weitere Orders aktivieren, das heißt, ich kann eben mit diesem TAN eben weiter tun. Auch ganz schlecht gemacht, da ist das Pop-up und da unten ist dieses Schließenfenster. Ganz schlecht. Gut. Ja, dann ordere ich jetzt das Ganze noch einmal. Entschuldigung. Sag dann eben kaufen. Eben an der Börse Wien. Meine 9 Stück, alles wieder von vorne, danke Dadat. Und der Rest zum Laufender. Berechne mir die Order. Ich
Ich bin gespannt, ob das bei der Hello Bank genauso ist. Gut, dann ändern wir das bei DeGiro ab. Hier bei DeGiro, klick, klick und fertig. Bei der Easy Bank. Schau. Auch hier bei der Easy Bank ist es so, dass ich eben nur die Order streichen kann. Bestätigung. Also auch hier bei der Easy Bank ist es nicht möglich, dass ich eine Order ganz einfach abändere, sondern ich muss sie zuerst streichen und dann muss ich sie von vorne wieder anlegen. Wertpapierkauf. Once again. Und ihr seht auch hier wieder, es dauert ganz einfach verdammt lange bei der Easy Bank mit jedem. Nach jeder Bestätigung bis Ende des Monats. 31. 9 Stück. Nein, nicht bestens, sondern ich habe gesagt, mit einem Limit von 111 Euro bekomme hier wieder die SMS dann zugesandt, wenn die Mitarbeiterin, der Mitarbeiter der Easy Bank das akzeptiert. Gut, Mobile TAN. Das Interface ist ein Kraus von der Easy Bank und es dauert alles so lange. 60.694 und hier haben wir die Freigabe. Trebje. Gut, da haben wir jetzt bei der Flattex ein Stück und hier haben wir 111 Euro und die Freigabe passiert bei Flattex über die App Flattex Secure. Gut, und zum Schluss es geht auch hier bei der Hello Bank nicht anders, so wie bei der Dadat. Sie haben jetzt genau das gleiche System, dass sie eben hier auch nur eine Streichung zulassen. Es ist eben hier nicht möglich, dass ich die Order abändere, sondern nur eine Streichung ist das, was die Hello Bank, die Dadat und die Easy Bank möchte. Gut, das heißt auch hier wieder zum dritten Mal ist es so, dass ich eben die Order erneut anlegen muss. Passt eh. 9 Stück Limit mit 111 Euro Gültigkeit, laufender Monat, jetzt passt und ab die Post. Und die Order ist auch hier abgegeben. Ja, und das war jetzt eben die Auftragserteilung bzw. der Kauf von diesen Wertpapieren. Ich habe dann eben 6 Abrechnungen erhalten und spannend war auch, okay, was erwarte ich mir denn von errechneten Gebühren bzw. was waren denn dann die tatsächlichen Gebühren? Und zwar habe ich bei manchen Angeboten habe ich einen Neukundenbonus bekommen. Und zwar bei der Bank Direkt, da war ich auch tatsächlich ein Neukunde. Bei der Dadat
ist es keine Neukundenaktion, sondern eine Depot-Neukundenaktion. Das heißt, ich habe ein zweites Depot angelegt und komme auch dort wieder in den Genuss eines vom vergünstigsten Orderspesen. Ich sage nicht nein. Dankeschön, liebe Dadot. Und bei der Hello Bank war ich ebenfalls Neukunde. Das heißt, auch hier wieder reduzierter Preis. Schlussendlich war eben bei der Bank direkt die günstigsten Ordergebühren dank Neukundenbonus von 998,20 Euro. Das heißt, ich habe nur 1 Euro bezahlt. Danach kommt der Giro, dann Hello Bank dank Neukunde, Dadat dank Neukunde, dann Flattex und am Ende die Easybank. Bei der Easybank war es deshalb so teuer, weil ich eben eine Teilausführung hatte. Und die Easybank verrechnet bei Teilausführung die Fremdengebühren doppelt. Also bei jeder Teilausführung wäre sie dreifach ausgeführt worden, hätte ich jedes Mal die fremden Spesen bezahlt. Und deshalb war eben dann bei der Easybank das Ganze leider so teuer. Hätte ich das Ganze regulär bezahlt, dann wäre die Giro am günstigsten gewesen, gefolgt von der Hello Bank, Dadat, Flattex, Bank direkt und am Ende dann eben die Easybank. Da wäre das Spread eben bei meiner Ordergröße von rund 1000 Euro, wären eben da ca. 5 bis 6 Euro zwischen dem günstigsten und dem teuersten. Mit dem Neukundenbonus war er rund bei 9 Euro Preisunterschied zwischen günstigster und teuersten Anbieter. Ja, jetzt habe ich das Ganze einmal gekauft. Die Abrechnungen der verschiedenen Anbieter sind wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Wie gesagt, es ist bei Giro bzw. Dadat gibt es kein PDF-Dokument, da gibt es nur so eine Art Abrechnung, wo ich eben die Informationen mir einholen kann. Bei den anderen gibt es eine feinsäuberliche Auflistung der unterschiedlichen Gebühren. Ja, im Großen und Ganzen ist es wirklich sehr schön. Man findet es bis auf bei der Hello Bank und Dadat relativ schnell die ganzen Gebühren. Ich wurde auch informiert per SMS bzw. per E-Mail. Bei wem war das? Bei der Bank direkt bin ich per SMS informiert worden. Bei der Dadat, De Giro und bei der Hello Bank bin ich per E-Mail informiert worden, dass die Order ausgeführt worden ist. Bei Flattex habe ich dann ebenfalls eine E-Mail bekommen und auch eine E-Mail, über dass die Abrechnung verfügbar ist. Nur bei der Easybank habe ich keine Information bekommen und da ist die Abrechnung auch sehr versteckt zu finden. Ja, das war jetzt der erste Wertpapierkauf. 5 Folgen noch, das heißt, auf meinen 6 Depots liegt jetzt eine Wertpapierposition einmal oben. Die nächsten 5 Folgen in den nächsten Wochen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Hast du irgendeine Frage zu diesem Experiment oder zu dem, was ich mache? Stell sie ganz einfach unten in Form einer Frage, gib einen Kommentar ab. Wenn du keinen Teil der Serie verpassen möchtest, ja, dann abonniere doch meinen Kanal. Da unten ist die Möglichkeit und du bist stets informiert, wenn es eben einen neuen Teil dieser Serie gibt. Ich beschäftige mich immer wieder mit dem Thema Online-Depots für uns Österreicher, welche Möglichkeiten es gibt, wie die funktionieren, gebe immer wieder auch Tipps und Hinweise, welcher Anbieter gerade eine Aktion hat. Und wenn du eben den Kanal abonnierst oder auf meiner Webseite broker-test.at vorbeisiehst, dann bist du eben immer am letzten Stand. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis bald. Baba und ciao.